Hey Leute, willkommen zurück zu Rise of the Tomb Raider. Way, das Eisschiff haben wir hinter uns gebracht. Oh, es ist ein Weitersprung. Schaffe ich den? Jawohl, den schaffe ich. Ja, wunderbar. Ich habe übrigens ein Überraschungspaket bekommen. Also hier im Spiel. Durch das Erlegen des siberischen Bären. Das kann ich euch jetzt leider nicht mehr zeigen. Kannst du mal tauchen, Lara? So, danke. Ja. Schneller schwimmen. Denn ich hab's schon ausgepackt. Und ich will mal sehen, kann ich die vielleicht hier irgendwie einbauen? Überlebensguide? Keine Ahnung. Ich hab die irgendwie im Hauptmenü. Ich werde es euch ein andermal zeigen, ja? Machen wir es mal so. Man muss wahrscheinlich dafür. Oh, man muss Münzen wahrscheinlich dafür sammeln. Und. Nicht wahrscheinlich. Man muss die Münzen dafür sammeln. Was ist denn los mit mir? Und dafür kann man sich dann Packs kaufen. Da sind dann zum Beispiel Sachen drin wie schneller nachladen, schneller heilen mit Medipacks, dass man für Nahkampfkills Leben bekommt, kann sich aber im Gegenzug nicht mehr heilen und so weiter. So Sachen gibt's da. Ach, guck mal schön. Ich bin nicht dein Feind. Das wird sich noch zeigen. Du hast die Männer da hinten getötet. Ja, um zu überleben. Und ich schätze, du hast das auch. Wie lange sind sie schon hier? Kurz. Nur Tage. Die Eindringlinge haben viele von uns gefangen. Du solltest hier besser verschwinden, bevor es zu spät ist. Das kann ich nicht. Ich bin aus einem wichtigen Grund hier. So wie die. Beim nächsten Treffen jage ich dir einen Pfeil in den Hals. Du und ich stehen auf derselben Seite. Ich hoffe, ich kann dir das beweisen. Was passiert denn da unten? Oh je. Es leben Leute hier draußen. Sie scheinen schon sehr lange hier zu sein. Sie sind seit Jahrzehnten völlig isoliert. Vielleicht sogar seit Jahrhunderten. An ihrer Kleidung habe ich kleine Verzierungen bemerkt, die zum Byzantinischen Reich passen. Könnten es vielleicht Nachfahren der Anhänger des Propheten sein? Was wissen sie über die verlorene Stadt und die göttliche Quelle? Trinity wird alles tun, um das herauszufinden. Wer immer sie sind, ich fürchte, sie sind in großer Gefahr. Hoffen wir, dass das alte Sprichwort vom Feind meines Feindes zutrifft. Noch sieht's nicht danach aus, liebe Lara. Oh, jetzt wird eine ganze Menge. Seil rutschen. Wow. Da hat was geleuchtet, habt ihr gesehen? Oh, ein Häschen. Sorry, Häschen. Muss aber sein. Ich brauch dein Fell. Und ich bekomme den Pfeil wieder, super. Was ist das denn hier? Eine alte Bunkertür. Es ist ja im Prinzip genau wie der erste Teil. Nur in Sibirien. Ich finde das nicht schlecht. Aber ich habe da schon ein bisschen drüber nachgedacht. Ich finde einige Features nicht unbedingt so gut. Ach komm schon. Wow. Wie komisch die wegfliegen manchmal, ne? Kann ich mich da durchquetschen? Oh, kann ich sogar. Cool. Zum Beispiel, dass man erst Sprachen lernen muss durch gefundene Schriftstücke oder dieses Farming. Das habe ich ja schon angesprochen. Farming finde ich nicht sehr gut. Muss ich nicht haben, sowas. Mhm, ins Dunkel. Aha. Das meine ich, da werde ich nämlich nur wieder dazu verleitet, Kram zu sammeln. Was soll denn das? Bam. Aber wie gut, dass sie ihren Kletterhaken dabei hat. Das ist das nützlichste Utensil ever. So, Mädchen, quetsch dich mal durch. Nicht, dass du es nötig hättest zu quetschen. Ja. Aha, was ist das denn?
Kokos von Nicea, der Astronom. Griechisch. Hier findet man auch echt alles an Sprachen, oder? Vor allem Kokos. Wow. War da oben noch was? Wenn, dann habe ich... Ne, komme ich wieder hoch. Sehr, sehr cool. Immer mal wieder ein bisschen nachschauen. Wow, diese Höhle, die ist nicht klein. Die ist gar nicht klein. Ich habe so das Gefühl, ich laufe gerade im Kreis. Nee, tue ich wohl nicht. Okay. Na, hier rauf, bitte. Ach, guck mal, da liegt Holz. Hartholz. Sehr gut. Oh, da haben sie Leute eingemauert. Oh. Fies. Oh, Münzen. Zwei Münzen. Ja, ich glaube, mit denen kann ich mir diese Packs kaufen im Startbildschirm. Wie gesagt, das werde ich mal zeigen bei Gelegenheit, wenn ich genug Münzen habe. Die Packs kann ich übrigens auch wieder verkaufen. Also diese einzelnen Karten, die ich da freilegen kann. Finde ich nicht schlecht, die Idee. Ist doch was, oder? Ach, da drüben ist wieder Erz. Naja. Oh. Komme ich da rüber? Hm. Gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Geronimo! Geht doch. Ein Schriftstück. Na super. Ein Prophet muss Anhänger haben. Kokos von Nicea war einer der ersten des Propheten. In seiner Heimat als Ketzer gebrandmarkt, pilgerte Kokos mit gen Norden. Sein Wissen über die Sterne half, den Weg zu finden. Es heißt, dass Kokos und der Prophet stundenlang die Sterne betrachteten und über das Universum und den Platz des Menschen darin diskutieren konnten. Er baute für den Propheten ein Oreri, der Planeten und Sterne, damit dieser auch im dunklen Winter den Nachthimmel betrachten konnte. Ein Oreri, ist das so eine Art Teleskop? Was haben wir denn hier? Ach, da geht's ja gar nicht mehr weiter. Doch, da geht es weiter. Milde Gabe, ein bisschen Geld und Pilze. Und das war es leider schon wieder. Ich dachte, hier gibt es noch was Gutes. So, jetzt ist die Frage, wie komme ich hier wieder rauf, ne? Ach so, vielleicht. Okidoki. Ich muss doch irgendwie jetzt mal hier einen Weg finden, wo es weitergeht. Der Durchbruch hier vielleicht. Ne, hier war ich schon. Oh Gott, ich weiß gerade gar nicht, wo ich hin muss. Ich habe mich absolut verlaufen hier drin. Oh, vielleicht auch nicht. Erstmal das Geld. Rum. Da noch was Feines. Whoop. Na, was gibt's hier? Ein antiker Bogen. Ah. Und ich habe jetzt insgesamt 15.000 Credits.
Mit 60.000 kann ich mir ein goldenes Kartenpaket kaufen. Das werde ich dann auch mal machen. Ich glaube, die anderen kosten alle 20.000. Nee, warte, da oben ging's ja. Oh Gott, ich bin verwirrt. Oh, da oben ist auch noch was. Sehr schön. Wow. Das sieht aus wie gruselige Smileys. Lara, kannst du mal loslassen, dass sie sich immer festklammern muss? Einerseits ganz cool, dass man nicht runterfällt, aber manchmal ist auch ein bisschen blöd bei so kleinen Kanten. Ne, da war die Grabkammer. Schon krass, wie viele Tote hier liegen. War es das jetzt schon? Krass, das war es ja schon. Das war die ganze Kammer. Ich dachte, die... Irgendwie hatte ich die jetzt eben viel, viel größer im Kopf. Oh, da ist wieder Erz in der Wand. Naja. Wie gesagt, ich finde es ein bisschen... Naja, konstruiert natürlich. Und auch ein bisschen deplatziert alles. Aber, mein Gott. Vielleicht gewöhne ich mich ja dran an dieses Sammeln. Ich finde halt nur, dass es nicht jedes Spiel braucht, sowas. Das ist ein bisschen Quatsch in meinen Augen. Oh. Ein Nest. Das sind immer ein paar Federn. Federn. Ja. Federn brauche ich. Federn. Oha. Ich kann nichts für ihn tun. Er ist ja auch schon ein bisschen tot, ne? Alle Einheiten, neue Info. Der erste Tag in Sibirien und es passiert. 2 Jahre in Afghanistan, 1 in Indonesien und nichts. Aber ein Tag hier im Eis und zack, ich erledige einen. Die Augen des Mannes wurden glasig und er flehte mich um etwas an. Kein Russe, keine Ahnung. Ich blieb bei ihm und sah zu. Erst war er noch da, dann nichts mehr. Nur noch Fleisch. Ich habe in den Schnee gekotzt. Der war ganz rot von Blut. Jetzt ist er nur noch Fleisch. Und ich lebe. Konstantin sagt immer, dass wir aus einem besonderen Grund hier sind und Gottes Werk tun. Allmählich erkenne ich das. Konstantin ist vom Gefängnis hierher unterwegs. Gottes Werk, von wegen. Wir müssen alles in Ordnung bringen, bevor er ankommt. Hey! Dich hört keiner mehr, Kumpel. Mit Objekten ablenken. Aha. Sowas habe ich noch nicht erlebt. Komplett irre. Greift 3 bewaffnete Männer mit einer Axt an. Keine Ahnung, wie die einen davon lebend kriegen konnten. Wer zur Hölle sind diese Leute? Laut Erstaufklärung sollte ein altes Dorf in den Bergen sein. Haben dort bloß Bauern erwartet. Wir dachten, sie würden sich kampflos ergeben. Bauern? Am Arsch. Das sind ausgebildete Guerillakämpfer. Sieht aus, als hätten die Sowjets vertrieben. Vielleicht ein gutes Zeichen. Wenn die was schützen, das in dem Berg versteckt ist, dann sind wir genau richtig. Also, weißt du, wonach wir hier suchen? Nein, die Info ist nicht fürs Fußvolk. Aber es muss was Wichtiges sein. Die fahren hier ganz schön was auf. Ich bin jetzt seit knapp einem Jahr im Einsatz. Sowas Großes war nie dabei. Das ist die größte Operation seit der Insel. Aber das war eine Säuberungsaktion. Das hier ist was ganz anderes. Willst du einen Rat? Halte dich bedeckt. Stell nicht zu viele Fragen. Könnt ihr mal weggehen, bitte? Moment mal, das sehe ich mir an. Die Augen auf. Wo kam das denn her? Snacks. Ich find's super. Einfach mal alle hier abwürgen.
Da hat er einen Pfeil dabei. Ist hier noch was? Oh, noch eine Flasche. Ja, die brauche ich jetzt nicht. Oh, Holz. Finde ich gut. Kommt noch mehr von ihm. Wow, der hat das nicht gehört. Was? Wir fangen die Flasche. Au! Pennergesicht. Ah, ich muss mich ja heilen, ganz vergessen. Huch. Ganz vergessen, dass man sich hier heilen muss wieder. Aber so läuft's. Jeder ist doch tot. Warum ist die Musik immer noch? Naja, man kann es auch mit Stealth versuchen, aber ich mach das so. Oh. Oh, wie böse. Oh, der brennt. Das ist mies. Das ist ganz schön mies. Was haben wir denn hier Schönes? Einfach mal draufhauen. Oh je. Sag doch sowas nicht. Das Genick bitte. Fall ins Knie. Lebt er noch? Ja. Nein, ins Gesicht, komm. Kopftreffer. Es ist echt nicht leicht zu zielen mit dem Pad. Ich weiß auch nicht, ich bin nicht gemacht für dieses Xbox Gamepad. Der Kischt. Was Schönes drin? Eine halbautomatische Pistole, 2 von 4. Aha. Bis man hier mal zu einer Pistole kommt, das wird noch eine ganze Weile dauern, glaube ich, ja. Oh, Pfeile. Na. Gib mal her. Ich weiß, ich habe schon zweifelhafte Jobs gemacht. Und ich weiß, dass du das nicht gut findest. Aber diesen Vertrag konnte ich nicht ablehnen. Ich will schon seit Jahren für Trinity arbeiten. Sie sind diskret, die Bezahlung ist Wahnsinn, sie haben immer irgendwas. Und jetzt bin ich hier und will wieder weg. Wir sind in einer verlassenen Sowjetanlage, mitten im Nichts. Niemand sagt uns unwichtigen Externen, was los ist. Aber ich glaube, wir verhelfen ein paar echt miesen Typen zu einer Atombombe oder etwas ähnlich Furchtbarem. Und das wäre noch der beste Fall. Melde dich, wenn du das liest. Ich habe uns einen sicheren Kanal im Netzwerk verschafft.
Bei einer solchen Operation bräuchten sie bessere Sicherheitsmaßnahmen, aber dafür haben sie wohl mich engagiert. Alles klar. Oh, seht mal. Ah. Ein altes sowjetisches Schiff. Lenin lebte. Lenin lebt. Lenin wird ewig leben. Hey, das gibt ein bisschen Russisch. Und ich kann Russisch. Yay, so schnell lernt man das. Würde ich auch gerne. Also so gut Russisch können schon, nach kurzer Zeit. Ja, ja. Aber Lara ist halt eine schnelle Lernerin. Gut, Leute, ich würde sagen, wir lassen es mal gut sein für diesen Part. Ich danke euch wie immer sehr fürs Zusehen. Danke für die Likes und wir sehen uns zu Tomb Raider. Oder Rise of the Tomb Raider. So, bis dahin.